Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Fragestunde. Und wir beginnen mit der Frage 800, Herr Kollege Gremmels. Ich frage die Landesregierung, wie will sie künftig sicherstellen, dass auch nach der Einrichtung von Autobahnbaustellen durch Hessenmobil die Bildung von Rettungsgassen auch praktisch möglich ist? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Gremmels. Die Landesregierung hat Ende Juli 2015 die Kampagne Rettungsgasse ins Leben gerufen. Rettungsgassen ermöglichen es Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, behinderungsfrei und damit schneller an einen Einsatzort zu gelangen. Baustellenbereiche auf Autobahnen sind dabei eine besondere Situation. Wegen der engen Fahrbahn ist es in vielen Fällen praktisch nicht möglich, Platz für Rettungsgassen vorzuhalten, auf denen ein Rettungswagen fahren könnte. Der für eine Rettungsgasse vorzuhaltende Platz wäre in Baustellenbereichen regelmäßig nur durch Wegfall eines Fahrstreifens darstellbar, was aufgrund der massiven Einschränkung der Kapazitäten zu mehr Staus und damit zu mehr Unfällen führen würde. Damit Rettungsdienste bei einem Unfall in einem Baustellenbereich dennoch die Unfallstelle schnell erreichen können, wird diese im Falle einer Vollsperrung der Autobahn aus der Gegenrichtung angefahren. Dieses Verfahren stellt eine gängige Praxis in ganz Deutschland dar. Zusätzlich werden seit 2015 in neuen Autobahnbaustellen nach Absprache mit der Polizei und den Rettungsdiensten in regelmäßigen Abständen Öffnungsmöglichkeiten in die Schutzeinrichtungen eingebaut, sogenannte flexible Leitplanken. Auch dabei müssen Polizei und Rettungskräfte die Unfallstelle aus der Gegenrichtung anfahren, allerdings durch die Notöffnung von der Gegenspur kommend, wodurch sie oftmals schneller sind. Mit Blick auf die Bußgelder für das Blockieren von Rettungsgassen begrüßt die Landesregierung, dass sich sowohl der Bund als auch die Länder grundsätzlich für eine Erhöhung der Bußgelder aussprechen. Außerdem sollen die Bußgelder je nach Schwere des Vergehens gestaffelt werden, also für das bloße Nichtbilden der Rettungsgasse, für das Blockieren mit Behinderung von Hilfeleistenden, für das Blockieren mit Gefährdung anderer und für das Blockieren mit Sachbeschädigung. Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Ja, es geht hier um einen konkreten Fall aus meinem Wahlkreis, wo auch eine Rettungsgasse hätte gebildet werden sollen in einer Autobahnbaustelle. Da wären, wenn alle Autos rechts und links rangefahren wären, noch gerade 2,05 Meter breit für einen Rettungswagen. Der hat aber 2,16 Meter ist er breit, wenn man da einen Sprinter mal als Beispiel nennt. Und die Autobahnpolizei hat in diesem Falle aber gemahnt, doch es wäre auch rechnerisch hier eine Rettungsgasse zu bilden gewesen. Ich konnte dem nicht nachvollziehen. Und die Frage war halt nur, wie man das auch öffentlich darstellt, weil in diesem Falle wurde der Autofahrer oder wurden die Autofahrer sozusagen, die oftmals Mitschuld tragen, aber in dem konkreten Fall war es anders. Wie soll da künftig verfahren werden? Jetzt habe ich es wieder. Herr Al-Wazir, bitte. Ja, also nochmal, wenn eine Baustelle eingerichtet wird auf der Autobahn, dann ist es Praxis, dass man alles dafür tut, dass man die Zahl der Fahrstreifen gleich hält. Das bedeutet faktisch, dass man entweder den Standstreifen mitbenutzt und dann versucht, sozusagen zwei oder drei, dann im Zweifel engere Spuren sicherzustellen. Dann bedeutet das aber, dass es faktisch oft nicht möglich ist, die Rettungsgasse zu bilden. Und dann hat man die Wahl sozusagen zwischen zwei Übeln, nämlich entweder eine Baustelle einzurichten, wo es keine Rettungsgasse möglich ist, oder eine solche Baustelle einzurichten, wo das möglich ist, dann aber unter Wegfall eines Fahrstreifens mit dem Ergebnis, dass es natürlich eine massive Kapazitätseinschränkung gibt, mehr Staus, mehr Unfälle und damit das Gegenteil erreicht wird. Insofern muss ich an dieser Stelle sagen, technisch geht das nicht anders. Und das hat sich dann auch hoffentlich in Öffentlichkeit, aber auch bei Autobahnpolizei und anderen, da gibt es ja regelmäßige Besprechungen, auch rumgesprochen, dass man dann niemandem einen Vorwurf machen kann, wenn alle, soweit es geht, nach rechts und nach links fahren und dann trotzdem kein Fahrzeug durchpasst, weil es eben in einem Baustellenbereich ist, dann ist das nicht zu ändern. Es gäbe eine Alternative, die wäre aber schlechter. Weitere Zusatzfragen, Herr Kollege Gremmels.
Ja, Herr Minister, Sie hatten ja in Ihrer ersten Antwort darauf angesprochen, dass es ja diese Notöffnungen in diesen transportablen Schutzeinrichtungen, den sogenannten Flexileitplanken, bei Hessenmobil seit 2015 Standard ist. Die Autobahnbaustelle bei mir auf der A7-Höhe Kassel-Nord ist seit 2014 eingerichtet. Das heißt, sie hat noch nicht diese Notöffnung, aber sie wird noch bis 2021 nach meinen Erkenntnissen da sein. Wäre es denn nicht sinnvoll, in solchen Fällen, wo es wirklich noch lange Zeit hin ist, solche Nachrüstung dieser flexiblen Öffnung, dass man von der Gegenseite die Unfallstelle erreichen kann, diese nachzurüsten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also ich kann Ihnen an dieser Stelle jetzt nicht zur exakten Positionierung der Baustelle etwas sagen, aber nach meiner Kenntnis, Baustellen haben ja auch eine gewisse Höchstlänge, wenn ich das mal so nennen darf, ist das eine Baustelle an der A7, die sozusagen wandert. In dem Moment, wo man provisorische Baustelleneinrichtungen abbaut und sie an anderer Stelle wieder aufbaut, so dass möglich ist, würde das Sinn machen. Aber nicht, dass Sie dann morgen eine Presseerklärung an die HNA schicken. Al-Wazir hat zugesagt, sage ich gleich präventiv. Ich muss mir jetzt sozusagen die einzelne Stelle an diesem Punkt mal anschauen, weil noch habe ich nicht jeden Kilometer der 1000 Kilometer Autobahnen vor Augen. Die nächste Frage ist die Frage 801, Frau Abgeordnete Faeser. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit der Evaluation der Erschwerniszulagenverordnung zu rechnen? Herr Innenminister Beuth. Frau Abgeordnete, zur Neufassung der Erschwerniszulagenverordnung sind der Referentenentwurf und die Einleitung des Anhörungsverfahrens in Vorbereitung. Ich kann Ihnen noch keinen genauen Zeitpunkt sagen, wann es losgeht. Zusatzfrage, Frau Kollegin Faeser. Wenn die im Referentenentwurf schon im Stadium ist, dann habe ich die Zusatzfrage, ist denn auch geplant für die geschlossenen Einheiten der Hessischen Bereitschaftspolizei eine mögliche monatliche Zulage mit hinzuzufügen? Herr Innenminister. Ein Referentenentwurf ist in Vorbereitung. Er liegt noch nicht vor. Deswegen kann ich Ihnen noch nicht sagen, inwieweit für die Bereitschaftspolizei besondere Dinge vorgesehen sind. Und Zusatzfrage, Frau Kollegin Faeser. Werden Sie es denn zumindest prüfen, ob auch die Bereitschaftspolizei eine solche Zulage erhält? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, im Rahmen der Erstellung des Referentenentwurfs werden selbstverständlich alle Fragen, die an uns herangetragen werden, geprüft werden. Und im Referentenentwurf werden Sie dann sehen können, was davon dann tatsächlich in die Verordnung aufgenommen wurde. Frage 802, Herr Dr. Hahn. Ich frage die Landesregierung, übernimmt die Hessische Landesregierung die Festlegung der Bundes-CDU für die Einführung eines Freibetrages von der Grunderwerbsteuer in Höhe von 500.000 Euro für private Ersterwerber von selbstgenutzten Wohnungen? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Hahn, wie Sie vermutlich zuletzt Veröffentlichungen vom heutigen Tage entnommen haben, ist der Programmbildungsprozess der Union noch nicht abgeschlossen, sodass von Festlegungen, die Sie schildern, mir jedenfalls nichts bekannt geworden ist. Zusatzfrage, Herr Dr. Hahn. Da hätte schon ein Blick in die Aprilausgabe des Magazins von Haus und Grund geholfen, in welcher nämlich der Generalsekretär der CDU Bundes-CDU dieses festgestellt hat. Ich frage die Landesregierung, wird sie Abstand nehmen von der in diesem Hause in einer der letzten Sitzungen geäußerten Feststellung, dass eine Befreiung der Grunderwerbsteuer nur dann möglich sei für junge Familien, wenn auf der anderen Seite eine grunderwerbsteuerpflichtige Verkauf von Gesellschaften mit Grundstücken eingeführt wird? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Ich habe in der Debatte, die Sie ansprechen, gesagt, dass ich glaube, dass wenn es uns gelingt, ein breiteres Portfolio von Besteuerungsmöglichkeiten bei allen Immobilientransaktionen zu ermöglichen, dass dann Gestaltungsspielräume entstehen, sowohl auf der Seite, die Sie ansprechen, aber möglicherweise auch auf der Ebene des Steuersatzes. Das sind Fragen, die man dann, glaube ich, gemeinschaftlich diskutieren sollte. Frage
803, Herr Abgeordneter Warnecke. Noch kommen wir. Ich darf die Landesregierung fragen, beabsichtigt sie, im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung ein neues Referat einzurichten, um die massiven Probleme, die auch bei der Herstellung sowie Aufrechterhaltung eines guten Landesstraßennetzes in Hessen auftreten, wirkungsvoll anzugehen, analog einer Begründung für die Neueinrichtung eines Referates zu dem Verkehrsprojekt Riederwaldtunnel, um beispielsweise die tatsächliche Streckenlänge der geplant zu sanierenden bzw. der zu sanierenden Landesstraßen zu erheben? Herr Minister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, das Straßenbauprojekt Riederwald mit einem Bauvolumen von über 300 Millionen Euro ist eines der wichtigsten Verkehrsvorhaben in Hessen und erfordert ganz offensichtlich eine intensivere Steuerung, um es nach über 30 Jahren, genauer gesagt 38 Jahre nach der ersten Streckenfestlegung endlich realisieren zu können. Eine besondere Herausforderung hierbei ist, dass es sich bei den beiden Projekten A661 Ostumgehung Frankfurt und A66 Riederwaldtunnel um Großprojekte in innerstädtischer Lage handelt. Der Bau des Tunnels wird in offener Bauweise in einem bewohnten Bereich über etliche Jahre stattfinden. Damit sind erheblich intensivere Untersuchungen für den Umgang mit Lärm, Erschütterungen und Schadstoffen erforderlich als bei anderen Projekten. In den Planfeststellungsbeschlüssen von 2007 und 2011 finden sich zahlreiche Vorbehalte zur späteren Lösung von Konflikten, wie zu den Themen Grundwasserbeeinträchtigung, Leitungen, bauzeitlicher Emissionsschutz oder Artenschutz, die im Rahmen von weiteren Planänderungsbeschlüssen abzuarbeiten sind. Im Zuge der bisherigen Bearbeitung stellte sich heraus, dass die offengelassenen Punkte komplexere Fragestellungen beinhalten und einen hohen Abstimmungsbedarf nach sich ziehen. Das Straßenbauprojekt Riederwald ist ein im Vergleich zu anderen Projekten hochkomplexes Bauvorhaben in einer wachsenden Großstadt. Daher haben wir entschieden, die Steuerung des Projekts in die direkte Verantwortung des Verkehrsministeriums zu nehmen und zusätzliches Personal zur Realisierung des Projekts bereitzustellen. Bei der Sanierungsoffensive sehen wir keine Notwendigkeit für ein weiteres Referat im Bereich Landesstraßenbau. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 läuft, dass der Schwerpunkt eine konsequente Abarbeitung des Sanierungsstaus ist, der sich über Jahrzehnte angesammelt hat, und dass in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 vor allem für den Planungsbereich bei Hessen Mobile insgesamt 35 neue Stellen geschaffen worden sind, um vor allem die vielen Erhaltungsprojekte im Bundes- und Landesstraßenbau planerisch vorbereiten zu können. Diese Planungsleistungen werden auf operativer Ebene bei Hessen Mobil erbracht. Das Ministerium nimmt die konzeptionellen Arbeiten und die Fachaufsicht wahr. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, ich darf Sie fragen, ob unabhängig von der Einrichtung oder Nicht-Einrichtung eines Referates Ihr Haus oder Hessenmobil in der Lage ist, die gut 1700 Kilometer Landesstraße, die Sie in den schlechtesten Kategoriezustand eingeordnet hatten, so aufzurechnen, dass wir als Landtagsabgeordnete in der Lage sind, die 385 Millionen in Beziehung zu den 1700 Kilometern schlechtester Kategorie Landesstraße zu setzen, um zu wissen, wie viel Geld fehlt. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also erstens, um zu wissen, wie viel Geld fehlt. Ich darf darauf hinweisen, wir haben ja im laufenden Haushaltsjahr noch mal 9 Millionen zusätzlich mobilisiert, um Projekte zu bearbeiten. Und im Übrigen sind das auch teilweise Projekte, die nicht Teil der Sanierungsoffensive waren, die wir ja 2015 veröffentlicht haben, weil, das war ja auch immer klar, auch der Zustand von Straßen, die nicht Teil dieser Projekte waren, sich verschlechtern kann, damit man handeln muss. Der zweite Punkt ist, auch an diesem Punkt habe ich Ihnen das in der Plenarsitzung im Mai ja schon sehr ausführlich dargestellt. Wir sind jetzt damit bei einem Sanierungsanteil von 80%, der tendenziell weiter steigend ist. Und deswegen kann ich an dieser Stelle nur sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Ich hatte Ihnen auch in der Plenarsitzung im Mai schon gesagt, dass man alleine von den Kilometern her nicht darauf schließen kann,
was jetzt sozusagen erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Weil Sie können 10 Kilometer Straße sanieren, dann sind das in der Kilometerrechnung 10 Kilometer mit entsprechendem Wert. Die Straße könnte aber vielleicht auch weiter ihren Verkehrswert erfüllen, wenn auch nicht in einem guten Zustand, wenn man sie nicht machen würde. Wenn aber zwischendurch eine 50 Meter breite Brücke zusammenbricht, dann kann die Straße ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Deswegen könnten Sie da mit Ihrer reinen Kilometerrechnung kommen Sie da nicht so viel weiter, Herr Warnecke. Und insofern kann man das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Ich hatte das schon gesagt. Wenn wir am Ende in der Aufholjagd, in der wir uns befinden, mit den Projekten, die in der Sanierungsoffensive sind, sagen die Hälfte, so grob die Hälfte der Straßen in einen guten oder sehr guten Zustand bringen, die jetzt in einem sehr schlechten sind, dann ist das sicher gut. Und wenn man da noch was drauflegen kann, ist es umso besser. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, wenn Sie das schon nicht in Kilometer umrechnen können, stimmen Sie dann der Opposition, namentlich der größten Oppositionsfraktion der Sozialdemokratie, zu, wenn die Behauptung in den Raum gestellt werden sollte, dass die 55 Millionen plus die 9, von denen Sie gesprochen haben, also die insgesamt dann 64 Millionen im Verhältnis zu dem, was man aufbringen müsste, ungefähr 150 Millionen, eine deutliche Unterdeckung ausweist? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, wenn Sie 55 plus 9 nehmen, dann befinden Sie sich im Bereich der Planungs- und Bauüberwachungsmittel und nicht im Bereich der Landesstraßenbaumittel. Wir brauchen Planung, damit am Ende auch gebaut werden kann. Aber die reinen Landesstraßenbaumittel waren im letzten Jahr bei 90 Millionen, sind in diesem Jahr bei 99 Millionen. Und die Planungs- und Bauüberwachungsmittel kommen noch obendrauf. Unter dem Strich stimme ich Ihnen zu, dass natürlich ein verantwortlicher Verkehrsminister, der sich die Sanierung zum Ziel gesetzt hat, sich auch darüber freut, wenn die Mittel ansteigen. Ich darf aber mal darauf hinweisen, dass wir in einer Situation sind, dass jetzt mal mit Ausnahme der Konjunkturprogramme der Jahre 2008 bis 2010 momentan so viel Geld da umgesetzt wird wie noch selten zuvor. Frage 804, Herr Abgeordneter Honka. Ich frage die Landesregierung, welche Strukturen und Maßnahmen sind von Ihrer Seite vorgesehen, um eine Masernerkrankungswelle zu begrenzen und neu auftretenden Fällen von Masern entgegenzuwirken? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, bei einer Häufung von Masernfällen werden die Gesundheitsämter auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes tätig und sorgen dafür, dass Erkrankte keine Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel Schulen besuchen. Sie ermitteln Kontaktpersonen und überprüfen deren Immunschutz. So dürfen beispielsweise nicht ausreichend geimpfte Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer die Schule nicht besuchen, bis feststeht, dass sie sich nicht infiziert haben und die Keime nicht weiter verbreiten können. Das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen in Dillenburg steht den Gesundheitsämtern hierbei beratend und unterstützend zur Seite und ermittelt die übergreifenden Ausbruchszusammenhänge. Um das Auftreten neuer Übertragungen durch Masern zu verhindern, ist die Impfung die effektivste Präventionsmaßnahme für die Person selbst und dient gleichzeitig dem Schutz von Personen ohne ausreichenden Impfschutz, wie zum Beispiel Neugeborenen oder Menschen mit Immunschwächen. Die Masernimpfung ist in Hessen öffentlich empfohlen und auch im Falle eines Impfschadens Personen abzusichern. Die Elimination der Masern wird durch die WHO erfolgt, die Weltgesundheitsorganisation, und ist auch nationales Impfziel, das im nationalen Aktionsplan 2015 bis 2020 zur Elimination der Masern und Röteln in Deutschland formuliert ist. Dafür ist eine Durchimpfungsquote von mindestens 95% der Bevölkerung notwendig, sodass die Übertragungsketten unterbrochen und Masernviren in der Bevölkerung nicht mehr zirkulieren können. Leider, und das sage ich ganz bewusst mit einem großen Bedauern, haben wir diese 95% der Bevölkerung zurzeit nicht in Deutschland. Deshalb in der Europäischen Impfwoche vom 24. bis 30. April dieses Jahres haben breit angelegte Informations- und Impfaktivitäten stattgefunden.
Das Sozialministerium hat in diesem Jahr durch die Kampagne Hessen impft gegen Masern die Zielgruppen Betreuungspersonal von Kindern und medizinisches Personal und Personal aus dem Bereich Rettungsdienst zu erreichen versucht. Im Laufe der europäischen Impfwoche haben die hessischen Gesundheitsämter verstärkt Impfberatungen angeboten und bei Bedarf auch geimpft. Das Sozialministerium hat diese Aktion durch die Bereitstellung von Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff und durch Plakate und Öffentlichkeitsarbeit mitgetragen. Wir haben auch Kooperationspartner gewonnen. Es ist die Landesärztekammer Hessen gewesen, die um Mitwirkung der niedergelassenen Ärzte geworben hat. Und insbesondere die Betriebsärzte bei Rettungsdiensten und in Kliniken haben besondere Aktivitäten während der europäischen Impfwoche entfaltet. Das Land Hessen unterstützt seit Jahren öffentliche Impfaktionen der Gesundheitsämter durch den Kauf von Impfstoffen. Als weiteres wichtiges Instrument, um einen möglichst hohen Impfstatus im Kindesalter zu erreichen, sorgt das hessische Kindergesundheitsschutzgesetz im Rahmen der U-Untersuchungen dafür, dass der Kinderarzt unter anderem auch immer den Impfstatus überprüft und die Eltern berät und dann auch die anstehenden Impfungen durchführt. Wird ein Kind in einer Kindergemeinschaftseinrichtung aufgenommen, müssen die Erziehungsberechtigten durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass das Kind in seinem Alter und seinem Gesundheitszustand die entsprechenden Impfungen erhalten hat. Oder sie müssen schriftlich erklären, dass sie die Zustimmung zu bestimmten Impfungen nicht erteilen. Auch die verpflichtende Schuleingangsuntersuchung aller Kinder vor Eintritt in der Schule beinhaltet unter anderem die Feststellung des Impfstatuses und schließt eine Impfberatung mit ein. Auf diesem Weg erzielen wir bei Kleinkindern und Schulanfängern eine relativ hohe Impfrate. Das ist für Masernerkrankungen besonders Bedeutung, da man davon ausgeht, dass eine zweimalige Impfung gegen Masern im Kleinkindalter dann letztendlich einen lebenslangen Schutz bewirkt. Wir haben in Deutschland keine Impfpflicht und deshalb ist es immens wichtig, dass die Menschen gut und umfassend beraten werden. Und in diesem Sinne werden wir auch in Zukunft in Hessen entsprechende Aktionen durchführen. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Danke. Ja. Herr Minister, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie beurteilt die Landesregierung die Einführung einer Impfpflicht, insbesondere bei Masernerkrankungen, vor dem Hintergrund, dass Kinder, die nicht geimpft sind, im Falle eines Ausbruchs der Erkrankung bei anderen Kindern keinen Zugang mehr zu Bildungseinrichtungen haben? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Frage einer Impfpflicht ist nicht singulär in Hessen zu lösen, sondern wäre, wenn, dann nur deutschlandweit zu lösen. Die Landesregierung sieht einer Impfpflicht skeptisch gegenüber, weil es einen starken Eingriff auch in die Selbstbestimmungsrechte gibt. Insofern ist an dieser Stelle unser Weg, es mehr oder minder durch breit angelegte Öffentlichkeitsaktionen, aber auch durch den Ausschluss tatsächlich von dem Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen zu bewirken, dass Kinder geimpft werden. Weil man sich dann schon als Eltern mit überlegen muss, ob man den Besuch einer Schule oder einer Kindertagesstätte ins Verhältnis setzt zu der möglicherweise skeptischen Einstellung gegenüber dem Impfen. Aber das Impfen ist ja nicht nur dann ein Schutz für das Kind alleine, sondern auch für die anderen Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen. Und insofern ist eher der Weg über einen solchen Ausschluss der geeignetere als einen sehr starken Grundrechtseingriff in Form einer Impfpflicht. Ich rufe auf die Frage 808. Alle anderen Fragen sind zurückgezogen worden bis dorthin. Herr Kollege Lenders, für ihn fragt Dr. Hahn. Ich frage die Landesregierung, welche Änderungen an der Jagdverordnung plant die Landesregierung, nachdem Ministerpräsident Volker Bouffier Gesprächsbereitschaft am diesjährigen Landesjägertag signalisiert hat? Frau Staatsministerin Hinz. Also zuerst einmal, Herr Abgeordneter Hahn, sind die Hessische Landesregierung und der Hessische Landesjagdverband seit jeher in einem engen und konstruktiven Austausch und folglich auch immer gesprächsbereit. Die Hessische Landesregierung plant
zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings keine konkreten Änderungen an der Jagdverordnung. Herr Kollege Hahn. Wie ist das, Frau Ministerin, in Einklang zu bringen mit der Äußerung, ich glaube, es war am 18. Mai dieses Jahres, als der Ministerpräsident in Südhessen sagte, dass er weitere Gesprächsbereitschaft zur Schonzeitregelung von Waschbär und Fuchs signalisiere? Frau Staatsministerin Hinz. Ja, Herr Abgeordneter Hahn, ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind immer gesprächsbereit, und wir reden natürlich auch über die Erfahrungen, die gemacht werden, über die Jagdverordnung und die Schonzeiten. Selbstverständlich kann man über die Ausgestaltung dieser Regelungen unterschiedlicher Auffassung sein. Und gerade deshalb sind wir ja in Gesprächen mit dem Landesjagdverband, um die Erfahrungen dann auch einzubringen in Überarbeitungen der Landesjagdverordnung, wenn es ansteht. Und wir haben aus den Gesprächen mit dem Landesjagdverband heraus auch zwei Sondergenehmigungen in diesem Jahr bereits erteilt, einmal für die Jagd auf Waschbären in der hessischen Rhön wegen des Birkwildes und in der Wetterau zum Schutz vor allen Dingen von Feldhamstern und Rebhühnern. Und auch dieses wird evaluiert, ob tatsächlich die Population der Bodenbrüter und des Feldhamsters sich dadurch verbessert. Und auch dieses wird dann wieder eingehen in weitere Gespräche und die Evaluierung insgesamt der Verordnung. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schmidt. Die Haltung der Landesregierung so zusammenfassen: Wir sind gesprächsbereit, aber wir tun nichts. Frau Ministerin Hinz. Also, wenn Sie mir zugehört haben, dann haben Sie ja vielleicht festgestellt, dass ich bereits gesagt habe, dass wir in zwei Gebieten bereits Sondergenehmigungen gegeben haben. Im Übrigen will ich darauf hinweisen, sehr geehrter Kollege Schmidt, dass in weiteren drei Ländern dieselben Regelungen sind bezüglich der Schonzeiten wie in Hessen, nämlich in Baden-Württemberg, in Berlin und im Saarland. Und in weiteren drei, nämlich Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, auch da ist es so, dass es Schonzeiten gibt für die erwachsenen Tiere, für die Elterntiere, für die Jungtiere dort nicht. Das heißt, und in allen anderen Ländern gilt auch das Bundesjagdgesetz. Das heißt im Klartext, in allen Ländern, in allen Bundesländern gibt es zumindest den Elternschutz nach der Bundesjagdverordnung. Dort ist nämlich festgelegt, dass Elterntiere während der Brut- und Setzzeit nicht gejagt werden dürfen. Und wir haben mit der Hessischen Jagdverordnung die unbestimmten Rechtsbegriffe wie etwa die Setz- und Brutzeit durch eine eindeutige kalendermäßige Festlegung ersetzt. Und das bringt für die Handelnden in diesem Fall ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Zusatzfrage von Dr. Hahn. Frau Ministerin, Sie können unterstellen, dass wir Ihnen immer zuhören. Und weil wir Ihnen zuhören, frage ich Sie jetzt, fällt Ihnen nicht auf, dass das, was Sie vorgetragen haben, alles vor dem 13. Mai diesen Jahres passiert ist? Ihr Regierungschef aber am 13. Mai diesen Jahres in Südhessen auf dem Landesjägerverbandstag davon gesprochen hat, dass er noch weiterhin einen entsprechenden Meinungsaustausch vornehmen will, Gesprächsbereitschaft signalisiert hat und dass alle anwesenden Jägerinnen und Jäger den Eindruck hatten, Gesprächsbereitschaft heißt nicht Meinungsaustausch, Sie gehen mit meiner Meinung zu mir als Ministerpräsident und gehen mit meiner Meinung dann wieder weg, sondern dass darüber noch einmal ein Kompromiss gefasst wird. Merken Sie nicht, dass da ein eklatanter Widerspruch zwischen Ihrem Vortrag und dem ist, was am 13. Mai passiert ist? Frau Ministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Kollege Hahn, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich habe ja
kundgetan, dass wir gesprächsbereit sind. Der Landesjagdverband ist auch von mir darüber informiert worden, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen bezüglich der invasiven Arten. Der Waschbär gehört zu solchen invasiven Arten. Die EU-Kommission hat ja die Arten klassifiziert. Der Bundesrat hat eine entsprechende Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes beschlossen. Und wir sind federführend in der Arbeitsgruppe, also wir Hessen sind federführend in der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Maßnahmenblätter zur Regulierung von invasiven Arten im Hinblick auch auf den Waschbär. Diese Maßnahmenblätter werden demnächst veröffentlicht, um sie dort auch zu einer Öffentlichkeitsbeteiligung zuzuführen. Bis zum nächsten Frühjahr gibt es diese öffentliche Beteiligung. Und anschließend werden wir weiterhin entscheiden, wie eine Regulierung von Waschbären tatsächlich zielführend in Hessen weiter gestaltet werden kann. Auch darüber sind wir im Gespräch. Insofern ist der Satz des Ministerpräsidenten richtig und gilt für die gesamte Landesregierung. Wir sind gesprächsbereit, und wir kümmern uns weiterhin um dieses ganze Thema, auch der Waschbärpopulation. So, dann kommen wir zur Frage 810, Frau Kollegin Geis. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie den mehrtägigen Unterrichtsausfall und weitere gravierende Einschränkungen des Schulbetriebs an einigen Schulen in Rüsselsheim während des Hessentags? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, der Hessentag 2017 ist, wie schon in den Jahren zuvor, auch von Schülerinnen und Schülern mitgestaltet worden und ist auch für Schülerinnen und Schüler gedacht. Das zeigt sich bereits in seinem diesjährigen Motto, Hessen lebt Respekt, bei dem es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, um Toleranz, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme ging. Das ist durchaus auch ein pädagogisches Thema, wie man allein schon in § 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes entnehmen kann. Die auf dem Hessentag präsentierte Entwicklung Rüsselsheims zu einem Technologiestandort bzw. einer Denkfabrik für Technologen ist, wenn man etwa an die Studien- und Berufsorientierung denkt, gleichfalls ein Thema für die Schulen. Der Hessentag wird daher generell von Schulen mitgestaltet, zum Beispiel in Form sportlicher, musikalischer oder kultureller Darbietungen von Schülerinnen und Schülern. Das geht zwar teilweise mit Freistellungen vom Unterricht einher, bietet andererseits aber den Schulen eine gute Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit vorzustellen und schulische Arbeit sichtbar zu machen. Entspricht insofern auch dem Auftrag aus dem Hessischen Schulgesetz, dass Schulen auch den Kontakt zu ihrem Umfeld suchen sollen. Der pädagogische Nutzen für die beteiligten Schülerinnen und Schüler, der sowohl in der Vorbereitung wie auch in der Darbietung auf dem Hessentag zu sehen ist, tritt hinzu. Nicht zuletzt ist der Hessentag aber auch für Schülerinnen und Schüler gedacht, denn er umfasst zahlreiche pädagogisch interessante und unterrichtsrelevante Angebote, sodass er sich auch als außerschulischer Lernort anbietet. In diesem Falle, also im konkreten Fall des Rüsselsheimer Hessentages, waren durch seine zeitliche Lage am Ende des Schuljahres außerdem keine Prüfungs- oder Klausurphasen betroffen. Ungeachtet dessen waren die betroffenen Schulen und das staatliche Schulamt in Rüsselsheim selbstverständlich bestrebt, die Auswirkungen des Hessentags auf den Unterrichtsbetrieb möglichst gering zu halten. Allerdings war es schon mit Blick auf die örtliche Lage des Hessentagsgeländes und die notwendigen organisatorischen und insbesondere Sicherheitsvorkehrungen unumgänglich, dass auch Räumlichkeiten von Schulen in diesem Kontext genutzt werden mussten. Das ist aber auch keine Neuerung, hatten wir auch schon bei früheren Hessentagen. Überdies waren mögliche Beeinträchtigungen, zum Beispiel bei der verkehrstechnischen Erreichbarkeit oder durch Lärm, zu berücksichtigen. Die Schulen waren dabei bestrebt, die unabdingbaren Unterrichtsausfälle anderweitig aufzufangen, zum Beispiel indem Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge für zu Hause bekamen, durch pädagogische Tage oder Studientage. Insofern ist unterrichtsfrei auch nicht gleich schulfrei. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Vielen Dank, Herr Kultusminister, für Ihren Bericht. Ist Ihnen bekannt, dass es Schreiben von Schulen an Eltern gab, in denen mitgeteilt wurde, dass der Unterricht zu Zeitpunkt des Hessentages von Montag bis Mittwoch ersatzlos ausfällt? Und ob dort Unterricht vor- oder nachgeholt wurde, in der Tat so, wie Sie das berichtet haben? Und ist bekannt, dass an einer Schule in Rüsselsheim laut Presseveröffentlichung Unterricht von Montag bis Mittwoch ausfiel, weil aufgrund der schwierigen Parksituation Lehrer ein Problem bekamen und viele Lehrer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen?
Herr Staatsminister Professor Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, diese konkreten Schreiben sind mir nicht bekannt. Ich habe Ihnen den Bericht vorgetragen, der mir vom Staatlichen Schulamt in Rüsselsheim erstattet worden ist. Aber weil es sich ja hier auch um eine örtliche Angelegenheit handelte, bei der Frage, welche organisatorischen Vorkehrungen trifft man im Einzelfall, ist das auch etwas, was vom Staatlichen Schulamt im Zusammenwirken mit der Stadt und den betroffenen Schulen geregelt worden ist. Ich komme zur Frage 811, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, was unternimmt sie, um die in der Studie des, ich korrigiere, Instituts der deutschen Wirtschaft festgestellte Betreuungslücke von 23.049 Plätzen ist gleich 13,7 Prozentpunkte im Bereich der U3-Betreuung für Kinder zu schließen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, es ist richtig, wenn man die aktuelle Betreuungsquote in Hessen, 29,7%, mit der durch das die Deutsche Institut der Wirtschaft zum 1. März 2016 aufgrund einer Elternbefragung festgestellten Zahlen vergleicht, dass sich diese Differenz, die eben genannt worden ist, ergibt. Die Berechnungen, die aufgrund der Bevölkerungsdaten, der Anzahl der betreuten Kinder und den Angaben in einer bundesweit durchgeführten Elternbefragung erstellt werden, sagen jedoch über die tatsächliche Situation in Hessen fast nichts aus. Denn maßgeblich für Eltern ist die tatsächliche Lage vor Ort und in der Stadt oder Gemeinde, in der sie leben. Und deshalb ist Kinderbetreuung auch aus gutem Grunde eine Aufgabe der Daseinsvorsorge der Kommunen, denn nur vor Ort kann entsprechend der jeweiligen örtlichen Strukturen sinnvoll entschieden werden, welche Angebotsstruktur für das Alter der Kinder oder die gewünschten Öffnungszeiten nach dem Bedarf der Eltern erforderlich ist. Nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ist es daher die originäre Aufgabe der Gemeinden, unbeschadet der Gesamtverantwortung des öffentlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und eben nicht des Landes, in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zu ermitteln. Die Gemeinden tragen schließlich in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Plätze in Tageseinrichtungen und in der Kindertagesflätte zur Verfügung stehen. Diese Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ist ein Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips. Ihr Ziel ist, die Chance zu bürger- und sachnahen Lösungen zu bieten. Es überrascht daher auch nicht, dass sich zu den Planungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus den Antworten der Jugendämter zu der Frage in dem Kapitel A, Römisch 1, Punkt 9, der Drucksache 19-4841, große Anfrage Kinderbetreuung in Hessen, die steht, glaube ich, auf der Tagesordnung dieses Plenums, ein sehr differenziertes Bild ergibt. Das Land unterstützt die Kommunen maßgeblich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe. Zusätzlich zur Mittelausstattung der Städte und Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erfolgen besondere Finanzzuweisungen, die mit der Landesförderung der Kindertagesbetreuung gezielt auch an kommunale und an freie Träger von Kindertageseinrichtungen gewährt werden. Zielsetzung dieser Fördermittel ist, das Engagement für die Kinderbetreuung vor Ort zu stärken und die Anreize für eine qualitative Entwicklung zu setzen. Für den Bereich der frühkindlichen Bildung stellen wir aktuell rund 460 Millionen Euro jährlich bereit. Das Land gewährt für jedes in Hessen oder in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege betreute Kind eine besondere Landesförderung. Wie sich die Pauschalen zusammensetzen, das kennen Sie. Wir haben darüber hinaus in den letzten Jahren rund 300 Millionen Euro im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung für die Schaffung neuer U3-Plätze bewilligt. Gefördert wurden erforderliche Investitionen für Neubauten, Erweiterungsbauten, Aus- und Umbau in Kindertageseinrichtungen sowie Renovierungs- und Ausstattungsmaßnahmen für Kindertagespflegestellen. Zusätzlich haben wir auch kleinere Baumaßnahmen in Kitas, bei denen sich die Gesamtkosten auf bis zu 50.000 Euro belaufen, gesondert gefördert. In den letzten 9 Jahren waren das rund 7,7 Millionen Euro.
Aktuell legen wir ein weiteres Investitionsprogramm auf. Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Bund und dem Erlass der Förderrichtlinie in Hessen aus dem vierten Investitionsprogramm werden in Kürze weitere Mittel im Umfang von 86 Millionen Euro rund, also genau sind 86 Millionen 355.000 Euro bewilligt werden. Diese Mittel können erstmals auch für den Ausbau der Betreuungskapazitäten für Kinder bis zum Schuleintritt eingesetzt werden. Damit wurde eine seitens der Länder, insbesondere auch Hessens, lange erhobene Forderung erfüllt. Ich will noch eines sagen, nicht nur die Frage der Quantität steht für uns im Vordergrund, sondern im Wesentlichen auch der Ausbau der Qualität. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herzlichen Dank für die Regierungserklärung, Herr Minister. Darf ich die so zusammenfassen, dass die Landesregierung in Bezug auf die Entwicklung der Nachfrage nach U3-Betreuungsplätzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Handlungsbedarf sieht? Herr Staatsminister Grüttner. Wenn die Landesregierung keinen Handlungsbedarf sehen würde, würde sie nicht ein weiteres Investitionsprogramm in einer Größenordnung von rund 86 Millionen Euro auflegen. Herr Abgeordneter Merz, Zusatzfrage. Herr Minister, auf welchen Bedarf, zusätzlichen Bedarf an Betreuungsplätzen ist dieses zusätzliche Programm denn dann orientiert? Und wo beziehen Sie denn Ihre Kenntnisse über den Bedarf her, nachdem Sie eben wortreich erklärt haben, dass die Abschätzung des Bedarfs Ihre Aufgabe gar nicht sei? Herr Staatsminister Grüttner. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Fragestellung einer oder zwischen der Antwort von Eltern auf eine Frage, ob sie einen Betreuungsplatz wollen, und der Tatsache, ob sie ihn tatsächlich auch nutzen. Das ist das eine. Das zweite ist, alle kommunalen Gebietskörperschaften sind natürlich aufgefordert, Bedarfspläne im Hinblick auf ihre eigenen Bereiche zu erstellen. Das ist schon mal vor dem Hintergrund notwendig, damit ein auch interkommunaler Ausgleich möglich ist. Wir wissen, dass wir in den entsprechenden Ausführungsbestimmungen des HKJGB eine lang anhaltende Diskussion hatten, zu welchen Zahlungen Gemeinden verpflichtet sind, wenn Kinder aus dieser Gemeinde in einer Nachbargemeinde eine Kindertagesstätte besuchen. Das heißt, es werden vor Ort Bedarfspläne aufgelegt. Und auf dieser Grundlage, unter dem Gesichtspunkt der Vorhandensein von Grundstücken, der Vorhandensein von entsprechenden Gebäuden und vielem anderen mehr, stellen die Kommunen, nachdem sie den Bedarf für sich selbst festgestellt haben, Anträge, wenn sie zu einer entsprechenden Finanzierung kommen. Und das ist in den 426 Städten und Gemeinden Hessens sehr unterschiedlich. Das ist in Ballungsgebieten sehr viel höher als im ländlichen Raum. Das, denke ich, ist auch keine neue Erkenntnis, die Sie haben. Insofern werden die Bedarfe nie einheitlich sein. Sie sind abhängig von der Fragestellung der Struktur in den einzelnen Gemeinden. Momentan liegen aus einer kreisfreien Stadt eine Reihe von Förderanträgen vor, weil dort ein besonderer Bedarf festgestellt worden ist, der im Wesentlichen auch damit zusammenhängt, dass wir zurzeit wieder in einer Situation von steigenden Geburtenzahlen sind und einem vermehrten Zugang von Kindern im Betreuungsalter von 0 bis 6 Jahren. Herr Kollege Rock, Zusatzfrage. Ja, Herr Minister, welche Erkenntnisse haben Sie denn jetzt konkret über die Lücke an Versorgung? Und was ist die konkrete Maßnahme des Landes Hessens, mit eigenen Mitteln dem entgegenzuwirken? Das ist mir jetzt nicht klar geworden. Herr Staatsminister Grüttner. Das wundert mich, dass Ihnen das nicht klar geworden ist, da normalerweise meine Ausführungen sehr präzise sind. An dieser Stelle, um das noch einmal zu verdeutlichen, wir unterstützen die Kommunen in der Wahrnehmung ihrer ureigenen Aufgabe mit Mitteln in der Größenordnung von 460 Millionen Euro jährlich im Durchschnitt. Und wir unterstützen die Kommunen gleichzeitig mit der Bewilligung von Investitionsmitteln, wenn die Kommunen entsprechende Anträge stellen. Der Bedarf wird in den einzelnen Kommunen selbst festgestellt und er wird uns gemeldet. Und dann antworten wir, so wie ich es eben gesagt habe, mit entsprechenden Fördermitteln. Nächste Frage ist die Frage 812, Herr Abgeordneter Landau.
Wie bewertet sie den Mitte Mai durch das Kabinett beschlossenen Entwurf einer Mantelverordnung zur Einführung von Ausschreibungen für die KWK-Anlagen und innovative KWK-Systeme sowie zur Einführung von gemeinsamen Ausschreibungen von Windenergieanlagen an Land- und Solaranlagen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Landau, die Landesregierung unterstützt die Auffassung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, dass die Kraft-Wärme-Kopplung ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Energieversorgung in Deutschland und damit für die Umsetzung der Energiewende ist. Wir begrüßen daher, dass der Bundestag voraussichtlich noch diese Woche eine Verordnung verabschiedet, die die Modalitäten der Ausschreibungen regelt, wie sie im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 2017 angelegt wurden. Grundsätzlich bieten Ausschreibungen die Möglichkeit, den im Rahmen der Energiewende benötigten Ausbau von Technologien kosteneffizient zu erreichen. Dies zeigen auch die jüngsten Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Die dort erreichten durchschnittlichen Zuschläge von 5,71 Cent die Kilowattstunde bei Windanlagen an Land, 0,44 Cent die Kilowattstunde bei Windanlagen vor den Küsten und 5,66 Cent die Kilowattstunde für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zeigen, dass neue Wind- und Photovoltaikanlagen inzwischen deutlich günstiger sind als neue Atom- oder Kohlekraftwerke. Und natürlich setzen wir darauf, dass dann auch bei der Kraft-Wärme-Kopplung eine entsprechende Preisreduktion erreichbar ist. Die Landesregierung glaubt allerdings nicht, dass die gemeinsame Ausschreibung von Wind- und Photovoltaikanlagen zielführend ist, da für den Erfolg der Energiewende beides benötigt wird. Es werden hierdurch nach unserer Einschätzung weder Kostensenkungspotenziale gehoben, noch können die Ausbauziele für die einzelnen Energietechnologien sicher erreicht werden. Es bestünde sogar die Gefahr, dass zumindest temporär sich eine der beiden Technologien durchsetzen und die jeweils andere Technologie dann verdrängen würde. Im Moment würden sich aus Kosteneffizienzgründen höchstwahrscheinlich die Windkraftanlagen durchsetzen. Allerdings muss man dazu sagen, aufgrund der begrenzten Ausschreibungsmenge und der Befristung der Verordnung bis Ende 2020 werden keine negativen Auswirkungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Hessen erwartet. Frage 813, Herr Abgeordneter Bauer. Ich frage die Landesregierung, wie viele verdachtsunabhängige Kontrollen hat die hessische Polizei im Jahr 2016 durchgeführt? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, in 2016 konnten bei 120.539 Kontrollen 275.151 Personen und 178.344 Fahrzeuge überprüft werden. Im Rahmen dieser Kontrollen kam es zu ca. 9.500 Sicherstellungen und Beschlagnahmen. Dabei handelt es sich in der Hälfte der Fälle um Betäubungsmittel. Insgesamt wurden knapp 14.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nächste Frage, Frage 814, Frau Abgeordnete Wiesmann. Ich frage die Landesregierung. Welche Chancen ergeben sich aus Ihrer Sicht für die hessische Kulturwirtschaft im Rahmen der 7. Runde des Bundeswettbewerbs Kultur- und Kreativpiloten 2017? Herr Wirtschaftsminister, bitte schön. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Wiesmann, der Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten 2017 bietet jungen Unternehmern aus allen 11 Teilmärkten der Kreativwirtschaft eine Plattform für ihre innovativen Angebote. Die ausgewählten Preisträger erhalten anstelle eines Preisgeldes ein umfassendes Mentoring, das ihre Professionalisierung weiter fördert. Die bislang insgesamt 16 hessischen Preisträger lobten darüber hinaus vor allem die wertvolle Netzwerkbildung, die durch den Austausch mit anderen Kreativpiloten entsteht. Vernetzung untereinander und mit anderen Wirtschaftskreisen sowie der mit der Politik ist ein von der hessischen Kreativwirtschaft im Branchendialog gemeinsam mit mir ausdrücklich formuliertes Handlungsfeld für die Förderung des Sektors. Die Förderung umfasst dabei neben dem Branchendialog zum Beispiel die Identifikation und Umsetzung von Handlungsfeldern, die Kreativwirtschaftsforen und den neu ins Leben gerufenen Kreativwirtschaftstag.
Außerdem bieten wir über die Geschäftsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Hessen-Agentur Informationen zu Beratungs- und Förderangeboten an und unterstützen den Austausch und die Netzwerkarbeit innerhalb der Branche durch Veranstaltungen. Der Bundeswettbewerb Kultur- und Kreativpiloten unterstützt unsere Vernetzungsziele und eröffnet so zusätzliche Chancen für Unternehmensgründer aus der Kreativwirtschaft. Die konkreten Siegeschancen lassen sich vorab nicht beurteilen. Sie hängen selbstverständlich von der Qualität hessischer Bewerbungen ab. Die Bewerbungen sind noch bis zum 30. Juni, also noch 3 Tage möglich. Und ob und welche Bewerbungen es gibt, ist uns derzeit noch nicht bekannt. Aber wir hoffen natürlich, dass sich A, viele beworben haben und B, dann auch welche gewinnen. Frage 816, Frau Abgeordnete Wolf. Nee, warum 15? Warum 15 nicht? Entschuldigung. 15. Erst 815, Herr Kollege Bauer. Da ist er. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten bestehen, mit dem vierspurigen Ausbau der B47 in den planfestgestellten Teilbereichen Ortsumgehung Bürstadt westlich und östlich unabhängig von einer gerichtlich abgesicherten Planfeststellung des Teilbereichs Ortsumgehung Rosengarten zu beginnen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bauer, mit dem vierspurigen Ausbau der B47 in den Teilabschnitten Ortsumfahrung Bürstadt westlich und Ortsumfahrung Bürstadt östlich kann unabhängig von der Planfeststellung der Ortsumfahrung Rosengarten und ihrer gerichtlichen Bestätigung begonnen werden, denn die Ortsumfahrung Bürstadt beruht auf einer eigenständigen Planung. Allerdings muss diese Planfeststellung, die noch, halten Sie sich fest, aus dem Jahr 1971 stammt, vor einer baulichen Umsetzung des Projektes hinsichtlich des Artenschutzes und der Lärmschutzwende zunächst aktualisiert werden. Daher kann ein konkreter Baubeginn derzeit noch nicht festgelegt werden. Ja, bitte. Frage 800 und jetzt kommt 16. Frau Wolf. Wo bist du da? Okay. Ich frage die Landesregierung, welche Veränderungen plant sie bei der Werbung für die touristischen Destinationen im Lande Hessen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Wolf, der 2015 neu entwickelte tourismuspolitische Handlungsrahmen ist zugleich Leitbild für den Tourismus in Hessen. Im Mittelpunkt der inhaltlichen Handlungsfelder stehen die Fragen von Fachkräftegewinnung und Lösungen bei Nachfolgen, die Qualität von Infrastruktur und Dienstleistungen, die Nachhaltigkeit sowie das barrierefreie Reisen für alle. Im Jahr 2016 erzielte Hessen mit 32,6 Millionen Übernachtungen ein weiteres Rekordergebnis. Insgesamt hängen in Hessen 220.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Diese wiederum generieren Einkommen von 5,9 Milliarden Euro, was einem Beitrag zum Volkseinkommen von 3,6% entspricht. Die sehr erfolgreichen Tourismuszahlen in Hessen zeigen, dass die bisherige Marketingstrategie positiv zu beurteilen ist und fortgesetzt werden sollte. Um noch mehr Gäste zu erreichen, wird derzeit die Webseite hessentourismus.de zu einer zentralen Marketing- und Kommunikationsplattform ausgebaut, die ausschließlich Touristen ansprechen wird. Darüber hinaus befindet sich zur Verbesserung der Kommunikationsstrukturen auf zwischengeschäftlicher Ebene eine Online-Plattform für alle hessischen Tourismusakteure im Aufbau. Betrieben wird dieses Netzwerk von der Hessen-Agentur in ihrer Funktion als Landesmarketingorganisation sowie vom Hessischen Tourismusverband, der für das Umsetzungsmanagement des tourismuspolitischen Handlungsrahmens verantwortlich ist. Es ist vorgesehen, dass beide Plattformen im dritten Quartal online gehen. Dann kommen wir zur nächsten Frage, der 817, Frau Kollegin Wolf. Ich frage die Landesregierung, welche Rückschlüsse lassen sich aus Ihrer Sicht aus dem kürzlich veröffentlichten Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017 zum Bestand zu Qualifikations- und Karrierewegen sowie zu den beruflichen Perspektiven Promovierender und Promovierter für die Situation in Hessen, auch im Vergleich zu anderen Ländern ziehen. Herr Wissenschaftsminister Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, der
In der Frage angesprochene Bundesbericht weist für die letzten 15 Jahre sowohl bei den Hochschulen als auch bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen einen im Verhältnis zu den laufenden Grundmitteln stetig steigenden Drittmittelanteil auf, der bei den Hochschulen von 22% auf 38% und bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen von 44% auf 53% geklettert ist. In absoluten Zahlen gerechnet haben sich die Drittmitteleinnahmen allein der Hochschulen damit bundesweit auf 7,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, während die Grundmittel um 50% stiegen. Die im Rahmen der Exzellenzinitiative 1 mit ihren beiden Förderlinien Exzellenzcluster und Graduiertenschulen befristet zur Verfügung gestellten Finanzmittel, aber auch weitere Bund-Länder-Förderprogramme haben die Chancen auf einer bestellten, auf einer bezahlten Stelle promovieren zu können, daher für eine Vielzahl hochqualifizierter Absolventen deutlich erhöht, was auch einen entsprechenden Anstieg der tatsächlichen Zahl abgeschlossener Promotionen erwarten lässt. Tendenziell ungünstiger allerdings sind die Chancen für Promovierte im Wissenschaftssystem dauerhaft verbleiben zu können, da der gestiegenen Zahl der Nachwuchswissenschaftler keine entsprechende Erhöhung der Zahl der Professuren und Dauerbeschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittelbau gegenübersteht. Die im Rahmen der gemeinsamen hessischen Landeshochschulentwicklungsplanung mit den Hochschulen geführten Gespräche haben daher auch zum Ziel, befristete Beschäftigungsverhältnisse bei der Betreuung wissenschaftlicher Infrastrukturen und im wissenschaftsnahen Hochschulmanagement daraufhin zu überprüfen, ob nicht auch eine unbefristete Beschäftigung ermöglicht werden kann. Darüber hinaus besteht Konsens, die Dauer befristeter Beschäftigungsverhältnisse, deren Zweck die Erlangung einer wissenschaftlichen Qualifikation ist, so zu bemessen, dass die angestrebte Qualifikation, also etwa die Promotion, auch in diesem Zeitrahmen erlangt werden kann. Berücksichtigt werden muss bei dieser Thematik, dass der übergroße Anteil des wissenschaftlichen Nachwuchses, nämlich mehr als 80%, langfristig nicht an Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigt ist. Die hessischen Hochschulen verfolgen daher mit ihren Qualifizierungsangeboten für den wissenschaftlichen Nachwuchs eine adäquate Personalentwicklung und bereiten neben der fachlichen Betreuung auch auf eine berufliche Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs, also beispielsweise in der Wirtschaft, in Verbänden oder in Organisationen, aber auch im Wissenschaftsmanagement vor. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs sagt ja etwas darüber hinaus, dass es eine niedrig vakante Zahl frei werdender Professoren, viele Befristungen gibt, dass es ein angemessenes Einkommen gefordert wird, dass weniger Frauen, je höher die Karrierestufe ist, vorhanden sind. Deswegen möchte ich Ihnen die Frage in Bezug auf den Artikel 91b des Grundgesetzes stellen, der am 1. Januar 2015 die Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten von Bund und Land im Hochschulbereich ermöglicht hat, auch bezüglich der Grundfinanzierung, die Sie genannt haben. Deswegen möchte ich gerne wissen, inwiefern künftig welche neuen Maßnahmen in der Grundfinanzierung mit Blick auf Perspektiven für wissenschaftlichen Nachwuchs angedacht werden und umgesetzt werden sollen. Herr Staatsminister. Das, verehrte Frau Abgeordnete Dr. Sommer, ist natürlich ein Dauerthema. Dieser Bericht, dieser Bundesbericht, schlüsselt ja sich auf, dieser Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs schlüsselt sich ja auf in 6 zentrale Themenfelder in der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das ist die Planbarkeit der akademischen Karriere, das sind die Arbeits- und die Beschäftigungsbedingungen, das ist die Internationalisierung, das ist die Qualitätssicherung während der wissenschaftlichen Qualifizierung, das ist die Chancengerechtigkeit und das ist natürlich auch der unter anderem von Ihnen angesprochene Teilbereich der Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere. All diese Themenbereiche spielen in den entsprechenden Erörterungen
natürlich eine Rolle, aber ich muss um Verständnis bitten, dass ich zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine konkrete Angabe darüber geben kann, ob es hier zu Ergebnissen gekommen ist, da die Gespräche, was 91b betrifft, in vollem Gange sind, aber ein Abschluss bzw. ein Ergebnis noch lange nicht, oder ich will mal das lange streichen, jedenfalls bislang noch nicht absehbar ist. Das war die heutige Fragestunde, die wir jetzt hier beenden, meine Damen und Herren.